Hallo, liebe Leute. Jetzt ist wieder Monika Donner zu Gast. Im ersten Teil hatten wir darüber gesprochen, wie die Lage in der Ukraine ist und sind dann auf das Muster gekommen, dass die Geostrategie, dass sie vor 100 Jahren auch schon so funktioniert hat wie jetzt ungefähr. Da waren wir jetzt detaillierter beim Ersten Weltkrieg, wie die Vorgeschichte war, dass England erkannt hat, dass sie man kann sagen, geostrategisch minderwertigen Situation sich befinden auf ihrer Insel. Und dass sie unbedingt verhindern wollen, dass Deutschland und Russland eine Einheit bilden, dass Eurasien einen Block bildet, weil dann sind sie nicht mehr die Weltmacht Nummer eins, sondern dann führen sie ein Schattendasein auf ihrer Insel. Und das Gleiche gilt im Kern für die USA, kann man sagen. In ihrer Politik vielleicht. Jedenfalls galt es damals zu England. Und jetzt stellt sich die Frage, aus meiner Sicht, hätte Deutschland es irgendwie anders machen können, oder? Hat Kaiser Wilhelm Fehler gemacht? Hätte er es besser machen können? Was wäre gewesen, wenn Bismarck an der Macht geblieben wäre? Was hätte Deutschland machen können? Und ja, da bitte ich jetzt Monika Donner um eine Einschätzung. Wie siehst du das? Du hast jetzt gesagt, Wilhelm war ein super Kaiser. Und es wird ja weit verbreitet gesagt, dass die Aufrüstung, Wilhelm mit der Aufrüstung, mit der Flottenaufrüstung, die Engländer produziert hat. Und dass das und überhaupt, dass er überheblich war, dass er nicht so klug war, außenpolitisch schlecht war. Wie siehst du das? Absoluter Schwachsinn. Wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, meiner Beurteilung zufolge, sowohl was die Persönlichkeit als auch die politische Fähigkeit und die militärischen Grundfertigkeiten und Kenntnisse betrifft, war Kaiser Wilhelm der beste Kaiser aller Zeiten. Nicht nur der beste deutsche Kaiser, sondern weltweit der beste Kaiser. Sein bester Freund war der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand. Das waren die besten Freunde. Und beide wollten eine gute Beziehung zu Russland. Sie haben die angloamerikanische Spaltungsstrategie lange vor dem Ersten Weltkrieg durchschaut. Sie wollten eine gute Achse mit Russland. Sie waren drauf und dran, die mitteleuropäische Allianz zu gründen und auszubauen. Es ging hier auch um autonome Ölversorgung. Ja? Man weiß ja, dass Petroleum ein großes Thema war und da war für Europa Österreich der größte Ölimporteur. Und es war geplant, die russisch-deutsche Allianz sowohl vom deutschen Kaiser Wilhelm II. Als auch dem österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Also musste dieser Franz Ferdinand weg, aus Sicht der Angloamerikaner. Und Franz Ferdinand hatte eins noch, und das wissen auch viele nicht. Bereits 1912 lag in seiner Schublade der Plan für die Vereinigten Staaten von Europa. Und diese Vereinigten Staaten von Europa haben ungefähr so ausgesehen wie die Europäische Union bzw. Europäische Wirtschaftsraum und so weiter, die EG, EU und so weiter, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es waren fortschrittliche Kaiser und Thronfolger in Österreich und er wäre der nächste Kaiser worden. Es stellt sich daher nicht die Frage, was hätte Deutschland tun können, aus meiner Sicht. Diese Frage würde man ja auch einer Frau nicht stellen, die sich einer Vergewaltigung erfolgreich entzogen hat. Ich bringe das Beispiel gern. Wir stellen uns folgende rechtliche Konstellation vor, der folgenden Sachverhalt vor. Eine Frau, die zufällig Kraftsport macht und Selbstverteidigung beherrscht, wird umringt in einem Lokal von vier gewaltbereiten Männern, die sie vergewaltigen wollen. Wie es der Zufall so will, oder weniger der Zufall, sondern ihre Ausbildung so will, macht sie alle vier fertig. Körperlich schlägt sie nieder. Und dann sitzen diese vier Verbrecher, die sie ja vergewaltigen wollten, und der Versuch hat stattgefunden, schließen sich diese vier Verbrecher zusammen und bilden ein Gericht und verurteilen die Frau wegen Körperverletzung. Genau das ist die Situation des Ersten Weltkriegs im übertragenen Sinn und das Diktat von Versailles, das dem deutschen Kaiserreich die Schuld gab. Ich habe nachgewiesen auf Punkt und Strich im Krieg der Weltherrschaft. Wo ist es? Da hinten, ja, in diesem Buch. Ich sehe das immer spiegelverkehrt da. Ich habe es nachgewiesen, dass sich das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn präemptiv verteidigt haben. Sogar aus militärstrategischer Sicht. Man muss sich vorstellen, der österreichische Thronfolger wird ermordet von Serben mit Blankoscheck aus Russland, Frankreich und London, ja.
Wird der österreichische Thronfolger die Zukunft von Österreich-Ungarn? Das war damals die zweitgrößte Monarchie. Also ein Riesenreich, weit größer als das Deutsche Kaiserreich, wird ermordet. Und dann gibt man Österreich-Ungarn nicht die Aufklärungsergebnisse bekannt, die polizeilichen. Österreich-Ungarn wird gegängelt, wird gefoppt von einem kleinen Serbien, ja, das sich auf Kosten von Österreich-Ungarn vergrößern wollte, mit russischer Unterstützung. Und als Österreich-Ungarn sagte, jetzt ultimativ, wir wollen von euch wissen, wer hat den österreichischen Thronfolger ermordet, haben die Briten, die haben alle diplomatischen Dokumente durchgearbeitet in der Juli-Krise. Das ist die Phase unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs, die sogenannte Juli-Krise, mehrere Wochen dauernd. Da hat England immer gezündelt, auch auf der diplomatischen Ebene. England hat gesagt, es ist der Würde Serbiens nicht zumutbar, dass ein österreichischer Diplomat oder ein österreichischer Polizist an den Erhebungen in Serbien teilnimmt. Man stelle sich das vor, dass Mexiko den US-amerikanischen, also eine Delegation aus Mexiko, den US-amerikanischen Präsidenten ermordet. Und jetzt gibt es immer noch Narren auf dieser Welt, die sagen, das war ja ein Alleintäter, der Gavrilo-Princip. Nein, da stand eine Organisation von mindestens 50 Leuten hinter der Ermordung von Franz Ferdinand, dem österreichischen Thronfolger, nachgewiesen auf Punkt und Strich. Ja? Man stelle sich vor, in den USA wird der US-Präsident von einer kriminellen Organisation aus Mexiko umgebracht und dann sagt Mexiko, na, wir teilen euch nicht mit, wer da noch alle dahinter steckt. Wir lassen euch auch nicht mitermitteln. Das ist nicht mit unserer Würde vereinbar. Was würde die Weltöffentlichkeit wohl dazu sagen? Heute. Also stellt sich die Frage, was hätte Deutschland tun können? Überhaupt nicht, weil Österreich-Ungarn musste handeln. Sie kann sich da nicht von Serbien auf der Nase herumtanzen lassen. Und es ist am alle, und das ist wichtig zu wissen, militärstrategisch, es haben alle Staaten mobil gemacht, beginnend mit Großbritannien. Als allererster ist die britische Flotte mobil gemacht worden. Aufgefädelt, ich habe das in Bildern dargestellt im Buch Krieg der Wälderschaft, im ersten Band, im erwähnten, aufgefädelt bei Spithead, ja, bei der Isle of Wight, Südengland, zu einer angeblichen Flottenschau, die gesamte Flotte fast. Eine gewaltige Armada, um den Franzosen und den Russen zu vermitteln, wir stehen hinter euch. Was hat der Kaiser Wilhelm gesagt? Die sind ja bereits kriegsbereit. Also der Willi hat's checkt. Sein Generalstab eher weniger. So von wegen Wilhelm war ein schlechter Politiker oder schlechter Soldat. Ganz im Gegenteil. Er hat's gecheckt. Von Anfang an. Und die Briten haben dann eben den Franzosen und den Russen signalisiert, wir sind bereit und werden auf eurer Seite stehen. Ganz klar. Und der Reihe nach haben alle Staaten mobilisiert, insbesondere Russland, das russische Zarenreich. Und Deutschland hat ja den Schlieffenplan. Die mussten, wenn die mobilisieren, mussten sie auch mobilisieren, weil sie verlieren sonst Zeit. Denn wenn die angreifen und mit den strategischen Bahnlinien an Ostpreußen heranfahren, mussten sie, wie gesagt, gemäß Schlieffenplan blitzschnell die Truppen in den Westen verlegen, um die französischen Streitkräfte niederzumachen und dann in einer Pendelbewegung, wie erwähnt, zurück in den Osten schieben, fast alle Armeen, um das deutsche Kaiserreich, das Territorium zu wahren. Trotz vieler Missverhältnisse hat genau das ja geglückt während des Ersten Weltkriegs. Also unsere Soldaten, damals unsere Altvorderen, haben ihren Auftrag erfüllt. Sie haben das Reich geschützt, das muss man sagen. Ja? Nur Österreich-Ungarn und Deutschland waren nicht vorbereitet adäquat auf den Krieg. Der deutsche Generalstabschef hat glaubt, der Österreicher übernimmt von Beginn an gegen Russland und der österreichische Generalstabschef hat geglaubt, das macht der Deutsche. Ja? Das heißt, hier gab es einen lockeren Briefwechsel und überhaupt keine Kriegsvorbereitung. Nicht einmal Kriegsziele waren formuliert. Die britischen, französischen und russischen Kriegsziele waren ab 1906 vollständig definiert. Das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn haben erst nach der Kriegserklärung ihre Kriegsziele definiert. Und Wilhelm II. Hat Erfolg, also leider erfolglos, aber er hat mehrfach versucht zu vermitteln, dass dieser Krieg abgewendet werden muss. Er war verzweifelt. Sein Cousin war bitte der Zar Nikolaus, der Erste oder der Zweite, ich weiß jetzt nicht mehr, in Russland, ja, der Zar. Das war sein Cousin, der war verwandt. Er war auch verbannt mit der britischen Königsfamilie. Er hat vermittelt und war verzweifelt, dass sich die Diplomaten in diesen Ländern bereits der Krone indirekt bemächtigt haben und durch die diplomatische praktisch Eskalation dazu beigetragen haben, dass es überhaupt zum Krieg gekommen ist. Und dann haben die Länder der Reihe nach mobil gemacht, also mobilisiert. Und Mobilisierung bedeutete damals,
dass man einen Krieg wollte. Das war das deutliche Signal, dass man einen Krieg wollte. Also Deutschland wurde genötigt, in Deutschland wurde Zeit geraubt durch eine Scheindiplomatie, wo England vermeintlich vermittelt hat zwischen Frankreich und Russland. Ja, und das geht aus allen Dokumenten hervor. Da gibt es die Bücher sogar auf Deutsch übersetzt, wo du das genau nachlesen kannst. Ich habe es herausgearbeitet, Punkt für Punkt, auf circa 100 Seiten im Buch Corona-Diktatur eben, damit die Leute das nachlesen können und mit 2300 Quellen insgesamt versehen, damit man alles nachprüfen kann. Ich habe ja das nicht erfunden. Ich habe es ja ergebnisoffen ursprünglich geprüft und hätte auch eine deutsche Verantwortung in Kauf genommen. Natürlich, ja, ich bin ja strategische Analytiker und keine politische Ideologin. Nein, es gibt hier ausnahmsweise und wahrscheinlich eine Ausnahme auf der ganzen Welt, keine einzige Schuld auf deutscher Seite. Nichts. Null. Nada. Niente. Wie ich schon so oft gesagt habe, eh schon seit 2017, seitdem das Buch heraus ist. Und dann machen eben, wie gesagt, alle Länder der Reihe nach mobil. Und wer zuletzt mobil gemacht hat, war als vorletztes war Österreich-Ungarn und ganz am Schluss das Deutsche Kaiserreich. Und das Zünglein an der Waage war London. War London, die nach objektiv in der Rede vom Sir Edward Grey, dem Außenminister, offen zugegeben hat, es geht um die Sicherung der britischen Handelswege. Es geht nicht darum, dass Deutschland irgendetwas etwas Unrechtes getan hätte. Und wie haben Sie das? Sie haben alle gewusst, was das bedeutet. Und die Ermordung eines Thronfolgers, der Zukunft von Österreich-Ungarn, ist heruntergespielt worden, als hätte man, ich weiß nicht, irgendjemanden Unwesentlichen verhaftet oder sonst irgendwas. Man muss sich das in der heutigen Zeit vorstellen, bitte. Ja? Und aus dieser Sicht, mit diesen und noch vielen mehr Fakten, die ich im Buch Krieg der Wählerschaft aufgeschlüsselt habe, wie glaube ich sonst niemand, das ist das Alleinstellungsmerkmal von dem Buch, ist aus juristischer Sicht ganz klar, das Deutsche Kaiserreich und Österreich-Ungarn haben sich nicht präventiv, sondern völkerrechtlich völlig legal präemptiv verteidigt. Das heißt, es stand ein gegnerischer Angriff unmittelbar bevor. Und es ist immer legitim, sich zu verteidigen, auch heute noch. Das ist das Fall. Und Historiker haben das nicht zu entscheiden. Die Historiker haben ja nicht einmal die historischen Fakten richtig aufgeschlüsselt. Ich bin Juristin und strategische Analytikerin. Ich habe die Fakten richtig sortiert, chronologisch, habe es gegenübergestellt und letztlich auch die rechtliche Beurteilung gemacht. Und das haben Juristen zu machen und nicht irgendwelche vermeintlichen Historiker. Und es steht fest, unsere Altvorderen haben völlig korrekt gehandelt. Es gibt hier keine Schuld auf deutscher Seite. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass die Engländer also diesen Coup geplant haben mit der Ermordung von dem Thronfolger, um den Ersten Weltkrieg auslösen zu können, den sie halt immer wollten, und das haben sie dann sozusagen als Ereignis, haben sie das dann so eingefädelt. Also ist das belegt, kann man das Es sagen? ist belegt, dass Großbritannien die Zügel gezogen hat oder die Marionettenfäden von russischen und französischen Diplomaten in der Hand hatte und die Russen den Blankoscheck an Serbien gegeben haben. Das ist dokumentiert, das ist hundertprozentig dokumentiert. Die Serben hatten von Serbien aus, die serbische Regierung, serbische Zöllner, serbische Soldaten haben das Ermordungsteam, es waren sieben, ja, in Sarajevo, sieben Attentäter mit Handgranaten, Pistolen und allem drum und dran, einer Straße entlang aufgefädelt. Ja. Das war unterstützt von der serbischen Regierung, unterstützt von Russland, finanziert von Frankreich, mitfinanziert von Frankreich und auch konzipiert, ermöglicht durch England. Den konkreten Plan, den haben schon die Serben gefasst, aber dieser Plan wurde unterstützt. Die Russen haben gesagt, unterstützt von England und Frankreich, kommt denn, wenn euch Österreich mit Krieg kommt, dann stehen wir hinter euch. Das ist der Blankoscheck. Der wesentliche Blankoscheck, um eine kriminelle Handlung zu setzen, die zum Krieg führt. Und das Team, das hier unterwegs war, haben sie auch noch in der Verhandlung nach dem Krieg oder während des Kriegs ganz offen zugegeben, das Ziel war, Österreich-Ungarn zu zerstören. Das war der Grund für die Ermordung von Franz Ferdinand. Sie wollten diesen Krieg. Denn ohne russische Unterstützung hätte sie doch Serbien nie mit Österreich angelegt. Und Russland hätte sich nie mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Kaiserreich angelegt, wenn hier nicht Frankreich und britische Unterstützung gewesen wäre. Das heißt, es gibt hier eine Verknüpfung auf politischer, militärischer, geostrategischer und wirtschaftlicher, auch auf hochfinanzieller Ebene, die ihresgleichen sucht. Das ist die
gewissenhafte, also gewissenloseste, aber akribischste, vorbereitete, verdeckte Operation in der bisher bekannten Menschheitsgeschichte. Und wer diese Auslösung, verdeckte Operation, die Auslösung des Ersten Weltkriegs versteht, dass man das Opfer zum Täter und den Täter zum Opfer macht, wer das versteht, versteht auch jede andere verdeckte Operation. Deswegen habe ich es auf über, wie gesagt, 832 Seiten mit mehr als 2300 Quellenangaben geprüft und in ein Muster gebracht, sodass es jeder verstehen kann. Man muss nicht studieren haben, man muss auch keine Matura gemacht haben, oft ist es sogar, also kein Abitur gemacht haben, es ist sogar oft ein Hindernis, hier staatlich verbildet worden zu sein. Jeder Bäckerlehrling versteht das, was ich da schreibe. Ja? Aber es gibt gewisse Leute, die es nicht verstehen wollen. Zum Beispiel in Österreich eine Zeitung, der Standard, ein angeblich linksliberales Blatt. Das Buch Krieg der Wählerschaft, Band 1, wurde bereits im August 2017 berülpst, obwohl es erst 3 Monate später herauskam. Ich kann auf so eine Werbung verzichten, sage ich ganz ehrlich, auf eine Negativwerbung, weil sie war ekelhaft. Also ich sehe eine rechtsextreme Verschwörungstheoretikerin von einem Denunziationsarchiv des österreichischen sogenannten Widerstands in Wien, die sich als Nazi-Jäger ausgeben, werde ich als Obskuristin und was weiß ich was bezeichnet. Alle haben sie das Buch nicht gelesen, bis zum heutigen Tag kein einziger Satz widerlegt, ganz im Gegenteil. Und ich habe dann den Redakteur angeschrieben, habe gesagt, naja, eigentlich haben sie einen Bestseller aus dem Buch gemacht, aber auf das hätte ich gern verzichtet. Ich mag ja lieber gute Rezensionen. Wollen Sie das Buch jetzt nicht wenigstens lesen? Er hat gesagt, ja, schicken Sie mal. Ich habe es ihm geschickt, nach einem halben Jahr frage ich nach, haben Sie es gelesen? Und er sagt, es ist schon sehr dick. Sag ich, Sie lesen ja langsamer, als ich schreibe. Nach einem Jahr hat er gesagt, ja, er hat es gelesen. Und? Ja, eh schlüssig. Sag ich, und was ist jetzt mit einem Widerruf? Sein Wortlaut, ich habe schriftlich. Geht nicht. Es entspricht nicht der Mainstream-Geschichtsschreibung. Was bedeutet das? Das heißt, das, was Mainstream ist und irgendwann einmal gilt, da ist in Stein gemeißelt, oder wie? Es ist doch evident und offensichtlich für jedes Kind, dass die Kriegsgeschichte vom Gewinner geschrieben wird und nicht vom Verlierer. Jetzt nach 100 Jahren wird mir das, mehr als 100 Jahren, muss man das ja endgültig mal aufrollen und auch die Schuld von Russland aufzeigen. Und auch hier muss ich sagen, ist ein Punkt, wo ich sage, der russische Präsident, also der Präsident der russischen Föderation, Wladimir Putin, ich will nicht sagen, er lügt, aber er sagt auch hier nicht die Wahrheit. Er blendet die russische Verantwortung, die Mitverantwortung Russlands für den Ersten Weltkrieg völlig aus. Auch er spricht von einer deutschen Aggression und auch britisch und mit Schuld der Alliierten. Nein, Deutschland hat gar keine Schuld und alle anderen haben das konzertiert ausgelöst. Und damit ist auch klar, warum aus einem Land der Dichter und Denker, wie Deutschland und Österreich-Ungarn, beides sind die Länder der Dichter und Denker, warum hier Länder der Richter und Henker draus gemacht wurden. Man sind auf Rache. Man braucht sich doch nur das Diktat von Versailles anschauen. Der böhmische Gefreite, wie der Hindenburg gesagt hat, ja, Hitler, war halt einer, der es checkt hat. Er hat es durchschaut, dass dieses Diktat von Versailles kein Vertrag ist. Das habe ich ja nachgewiesen, auch im Buch. Das endet ja nicht mit dem Kriegsbeginn, sondern ein bisschen drüber hinaus. Das Diktat von Versailles hat überhaupt erst zum Zweiten Weltkrieg geführt. Und das hat ein französischer Generalstabschef gesagt, nämlich Foch. Der hat gesagt, wenn ihr den Deutschen dieses Diktat unterschreiben lasst, haben wir spätestens in 20 Jahren den nächsten Krieg. Und genau so war es. Man hat gegen Ende des Ersten Weltkriegs, also ab 2017, Russland, wie Russland aus dem Krieg ausgeschieden ist, hat man ja die sogenannte Revolution von der Wall Street mit unterstützt. Ja? Aber das war keine Revolution, es war ein Militärputsch, um den bolschewistischen Sozialismus, die These in Russland aufzustellen und in Deutschland später die Antithese, den nationalen Sozialismus. Und durch die Synthese sollte es zum Extremkapitalismus kommen. Das habe nicht ich erfunden. Das steht in Planungsdokumenten von Angloamerikanern drinnen. Bewiesen und nachgewiesen von Professor Dr. Anthony Sutton, einem britischen Historiker, der einen Lehrstuhl in den USA hatte. Also man hat bewusst wieder Deutschland-Russland außer Balance gebracht, indem man zwei Ideologien fördert, die beide gegen. Können wir noch kurz beim Ersten Weltkrieg bleiben und so ausziehen würde? Ja. Was hat denn eigentlich jetzt Russland davon gehabt, also da mitzumachen? Russland hätte ja auch mit Deutschland den Block bilden können. Ja. Wie hat es jetzt England geschafft, Russland da einzuspannen? Ganz wichtige Frage. Das wollten ja viele. Viele wollten ja Russen im Frieden, vor allem Generalstabsoffiziere, Frieden mit Deutschland.
Das russische Zarenreich wurde geködert mit Ed von London und Paris mit etwas geködert, was ihnen gar nicht gehört. Nämlich mit Bosporus und Dardanellen, den türkischen Meerengen. Und damit sind wir wieder beim Mittelmeerzugang. Es geht auch jetzt beim Ukraine-Krieg um den Mittelmeerzugang. Es geht um Sewastopol, die rote Linie. Wer Sewastopol diesen Hafen hat, eisfrei, schwarzes Meer und ein gutes Verhältnis zur Türkei hat, kann jederzeit durch die Meerengen durch und kommt raus. Zufälligerweise ist auch die Türkei bei der NATO, gell? Und ich meine, North Atlantic Treaty Organization heißt, dass ich so viel Geografie habe, weiß ich, dass die Türken nicht am Nordatlantik liegen. Also das hat einen geostrategischen Hintergrund, um gegebenenfalls hier zumachen zu können. Und man hat ja auch wieder eine Parallele jetzt vor, da gibt es ja schon die Anträge auf Mitgliedschaft in der NATO von Seiten Schwedens und Finnlands. Finnland liegt genau gegenüber Murmansk und diesen eisfreien Hafen braucht die Russische Föderation, um eben eisfrei ins Nordmeer zu kommen. Man stelle sich vor, von finnischer Seite als potenzielles NATO-Mitglied wird dieser Hafen zugesperrt. Ja. Also es geht hier um geostrategische und auch um handelsrechtliche Sicherheitsinteressen, die völlig ausgeblendet werden. Und genau dasselbe hat man früher mit dem Deutschen Kaiserreich gemacht und mit Österreich-Ungarn, indem man bei Österreich-Ungarn ignoriert hat, die Aufklärung der Ermordung von Franz Ferdinand vom Deutschen Kaiserreich, den Schlieffenplan, den alle kannten. Man wusste, wenn man früher mobilisiert wird, das Deutsche Kaiserreich gezwungen, die Truppen zu mobilisieren, wenn auch die anderen mobilisieren. Und bis zum letzten Zeitpunkt hat der Deutsche Kaiser versucht, diese Vollmobilisierung und den Kriegsbeginn zu verhindern. Das ist mit etlichen Dokumenten bewiesen. Also wer hier von einem deutschen oder hunnischen, wie Sie gesagt haben, Angriff spricht, ist ein Lügner oder ein Verbrecher. Das ist die Realität. Und um zu deiner Frage zurückzukehren, der Punkt ist der, dass der Beginn des Ersten Weltkrieges eindeutig angloamerikanisch nicht nur geplant und konzertiert vorbereitet, sondern auch wie in einem Theaterstück ausgelöst wurde und daher die Frage, was hätte Deutschland gut tun können, sich nicht stellt. Die Deutschen haben bis zum Schluss verhindert, diesen Krieg, also versucht, diesen Krieg zu verhindern. Darüber gibt es ja ein Zeugnis über fast 6 Wochen in der sogenannten Juli-Krise. Ja, also hier Ist ja auch gibt eigentlich logisch, dass Deutschland ja gar kein Interesse. Warum soll, wenn Deutschland sowieso auf der Gewinnerstraße ist, warum sollten sie ein Interesse haben, einen Weltkrieg zu führen? null. Aber wenn wir schon bei den Interessen sind, darf ich noch kurz ausführen? Ja. Also, Russland will Bosporus und Dardanellen. Ja? Was will Frankreich? Frankreich will Elsass und Lothringen zurückerobern. Wir wissen, deutsch-französischer Krieg, Elsass und Lothringen fällt ans Deutsche Kaiserreich. Völlig legal. Was ja jahrhundertelang deutsch war, bitte. Ja? Und den Festungsbau, den die Franzosen später betrieben haben, ist ja der Festung gewidmet Wilhelm II., der besten damaligen ausgebauten Festung im Gebiet Elsass-Lothringen ja abgekupfert worden. Also das ist nur so ein Begleitthema. So, jetzt ist da überhaupt die Barrière de Fer in Frankreich entstanden. Und Frankreich hat diejenigen Politiker und Generalstabschefs, die für eine defensive Militärpolitik waren in Frankreich, abgesetzt, beinhart verschwinden lassen und hat aggressive Linie gemäß dem napoleonischen Leitsatz Attack, 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 also Angriff, 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 an die Macht gebracht und hat die Truppen, hauptsächlich die französischen Truppen entlang der Barrière de Fer, ja, gegenüber von Elsaß-Lothringen konzentriert und hat im Nordwesten oben freigelassen gegenüber den Ardennen. Den Deutschen wurde die bereits angesprochene Lücke, die vermeintliche Lücke präsentiert, die aber bereits ab 1906 planmäßig gefüllt wurde durch die britische Expeditionary Force, also durch die Überseestreitkräfte Großbritanniens, 230.000 Mann, während des Kriegs noch befüllt mit indischen, afrikanischen und was weiß ich was Truppen. Also Deutschland und Österreich-Ungarn waren im Krieg mit der ganzen Welt an ihren Grenzen und haben diese verteidigt. Aber wie? Wer hier von Verbrechern spricht, ja, der hat recht, das waren die anderen, aber sicher nicht Österreich, Ungarn und Deutschland. Wir haben uns verteidigt, präemptiv verteidigt. Und wer das nicht wahrhaben will, der soll sich bitte anschauen, die Reden
von israelischen Staatsmännern, die ganz beim ersten weiß ich nicht mehr ganz genau, wie der Wortlaut war, aber man hat ihn gefragt, wer hat denn den ersten Schuss am Gazastreifen abgegeben? Und er hat gesagt, das ist völlig irrelevant. Es ist wichtig, was vor dem ersten Schuss passiert ist. Und genauso muss man das auch in dieser Frage stellen. Und ich habe es, wie gesagt, auf Punkt und Strich nachgewiesen, Österreich, Ungarn und Deutschland trifft null Verantwortung, null, nada, niente. Historiker, die das nicht wahrhaben wollen, sind entweder dumm oder träge oder korrupt, faul, unter Drogen, keine Ahnung, was es Neues für Möglichkeiten gibt, aber sicher nicht die hellsten. Jetzt ist ja interessant beim Zweiten Weltkrieg, hast du ja schon beschrieben, dass also Hitler aufgebaut wurde und dass Stalin aufgebaut wurde. Und das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden mit einem perfekten Kapitalismus. Also wie meinst du, ich habe es bis jetzt so verstanden, dass Hitler gegen Stalin aufgebaut wurde und Stalin gegen Hitler aufgebaut wurde, dass die sozusagen wieder langfristig im Streit der Systeme sind und dann eine Spaltung ist. Oder vielleicht kannst du Genau. das näher erklären? Genau. Also, es wurde ab 1900, also, man muss ja Folgendes noch wissen. Aus angloamerikanischer und hier auch schon von Washington war mit eingeplant ein polnischer Spaltkeil. Das war einer der Spaltkeile. Der polnische Spaltkeil war schon während des Ersten Weltkriegs geplant. Und es ist ja Irrsinn, Deutschland und Ostpreußen durch einen Keil, durch einen polnischen Keil voneinander zu trennen. Es ist klar, dass das zum nächsten Krieg führt. Sie haben einen zionistischen Spaltkeil gemacht im Nahen Osten. Und einen russischen, einen bolschewistischen Spaltkeil in Russland. Und dieser Spaltkeil ist gemeinhin ideologischer. Man hat hier etwas völlig Antirussisches, die Russen knechtendes eingeführt. Das ist die sogenannte russische Revolution, die in Wirklichkeit ein Militärputsch war, indem man dafür gesorgt hat, mit finanzieller Unterstützung, getarnt als Rotkreuzmission von der Wall Street, ja, mit diese Verbrecher aus dem Gefängnis zu holen. Und die haben eine Minderheit, einen Militärputsch gemacht und dann das ganze Land unterdrückt. Und bis etwa 1922, 23 sind gemäß Schwarzbuch des Kommunismus, das immerhin französisch geschrieben wurde und nicht von Deutschland oder sonst irgendwo, sondern von anderer Stelle, die sogar Verbündete waren von Russland damals, also die Franzosen, haben nachgewiesen, französische Historiker, dass rund 10 Millionen Russen von der eigenen Bevölkerung ermordet wurden. Und der Chefideologe der Nazis ist dort aufgewachsen in Russland. Er hat das mitgekriegt und hat gesagt, wir müssen das verhindern in Europa. Also wurde in Europa ein Bollwerk aufgebaut gegen den Bolschewismus und das war der Nationalsozialismus. Also eine Revolution gegen die Revolution, also ultralinks eigentlich, ja. Also der Nationalsozialismus hat ja nichts mit Rechts zu tun. Nichts mit Recht und Ordnung, nichts mit Freiheit, nichts mit konservativ, sondern eindeutig im Sinne einer Revolution gegen eine Revolution, gegen Kaiserreich, gegen Demokratie, also gegen alles, was vorher etabliert war und damit ultralinks. Und diese beiden Kräfte, Nationalsozialismus und Kommunismus, sollten aufeinanderprallen, gemäß angloamerikanischen Plänen. Und dann sollte, wenn die These Kommunismus und die Antithese Nationalsozialismus aufeinanderprallen, dann zerstören sie sich gegenseitig und herauskommen sollte die Synthese und das war die absolute Kapitaldiktatur und die haben wir jetzt. Ja? Das, so wie das Kapital jetzt herrscht, hat es noch seit 1945, hat es zuvor nie geherrscht auf dieser Welt. Das Geld sollte den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Jetzt roboten wir für Geld. Also das Geld hat einen Wert bekommen. Dieser Geldschein, das Scheingeld, heißt ja Geldschein, Scheingeld, hat einen Wert bekommen, den es zuvor nie hatte. Und ab 1913 haben sie, also ein Jahr vor Kriegsbeginn, ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ist ja auch die Wall Street implementiert worden. Entschuldigung, nicht die Wall Street, die Federal Reserve, das Federal Reserve System. Und das ist ja schon ein Bruch, ein Logikbruch in der Nomenklatur, denn Federal heißt ja Bundesbank, es ist keine Bundesbank. Die Federal Reserve, die weltweit Gold und Geldwerte definiert hat, ist eine Privatbank in privater Hand. Und Eine die, Frage. und, ja. Und zwar, was gibt es denn für Belege dafür, dass jetzt also Hitler unterstützt wurde und dass Stalin, dass es ein Militärputsch war in Russland? Das, Ja, also wie da ist da die Faktenlage? da gibt es super Bücher sogar mit Zahlungsbelegen. Ja, du hörst richtig, sogar mit Zahlungsbelegen, zum Beispiel an die NSDAP und bestens belegt auch in Russland, sogar aus angloamerikanischen Quellen, bestens zusammengefasst vom bereits erwähnten Historiker, Professor Dr. Anthony Sutton, der auch Ökonom war, soweit ich weiß. Also Sutton, Professor Dr. Anthony Sutton in den Büchern Wall Street and the Rise of Hitler and Wall Street and the Rise of Bolschewism. Gibt es auch auf Deutsch inzwischen die Bücher. Ja? Das ist
Also sowas von klar nachgewiesen. Und auch die leider hegelianische Dialektik dahinter. Du musst zwei Sachen praktisch künstlich aufstellen, und wenn die sich bekriegen und zerfetzen gegenseitig, dann kommt das raus, was du eigentlich willst. Da kommt, Aber ist da tritt zutage, dass der Profiteur von den Kriegen der ist, der sie eingefädelt hat. Streiten, alte Hausfrauenregel, streiten sich zwei, freut sich der Dritte, der unredliche Dritte. Das kann jede Mutter beobachten, wenn sie zwei Kinder hat oder drei im besten Fall, die streiten miteinander, es freut sich meistens der Dritte. In der Nachbarschaft genau dasselbe. Das ist so ein einfaches Muster. Und es entspricht der angloamerikanischen Spaltungsstrategie, die wir auch schon erwähnt haben, Balance of Power. Du musst immer dafür sorgen, dass Russland und Deutschland miteinander im Krieg sind. Es ist, Ja. ja. Und wie sah die Unterstützung genau aus? Also das heißt, die haben da Finanzmittel nach an die Bolschewisten, an den Lenin gegeben. Die hatten aber nicht Ja. an die Kontrolle über Lenin, sondern die haben gesagt, ja, wir haben jetzt den hier, das finden wir gut, der soll in Russland die Macht übernehmen. Nicht Geben wir dem Geld, oder wie hat das funktioniert? nur die Geldmittel, also nicht nur direkte Zahlungen, sondern auch und aus dem Gefängnis befreit und so weiter, nicht nur die Geldmittel, sondern auch überhaupt die Reise von Lenin ermöglicht nach Russland. Ja? Damit es war nicht von Anfang an Stalin, sondern Lenin. Stalin war ja da aus meiner Sicht noch verbrecherischer Diktator nach Lenin, sondern zuerst ist ja Lenin mit aufgebaut worden. Aber hier muss man auch sagen, hat auch das Deutsche Kaiserreich mitgewirkt, weil es ja hat auch die Revolution, die sogenannte, mit unterstützt. Sie wollte ja Russland destabilisieren, um Russland als Kriegspartei wegzukriegen. Wenn du einen Mehrfrontenkrieg führst, musst du natürlich dafür sorgen, dass das Land destabilisiert wird. Aber auf lange Sicht war es schädlicher für Deutschland, denn dieses Verbrecherregime, das dort zur Macht kam, hat ja, wie gesagt, die eigene Bevölkerung geknechtet, genauso wie nachher die Nationalsozialisten. Die haben das halt dann noch schlimmer gemacht. Aber sind 10 Millionen Menschen gestorben da drüben, und das ist der Hauptaspekt, der psychologische, warum überhaupt dann im Deutschen, im vormaligen Kaiserreich und dann in der Weimarer Republik, die ja nachweislich die beste Demokratie für damalige Verhältnisse war, das haben zig Politologen und Historiker, Politikwissenschaftler auch aus England und den USA bestätigt. Die Weimarer Republik war eine gute Demokratie, ja, und sie wurde nicht unterstützt. Und das ist eine Kernaussage des amerikanischen Chefanklägers bei den Nürnberger Prozessen 1946, 47, der gesagt hat, der Justice Jackson, ja, der Richter Justice Jackson, hat gesagt, wir haben die Weimarer Republik nicht unterstützt, ganz im Gegenteil. Die Wall Street hat ab 1929 direkte finanzielle Unterstützung geboten, für Hitler, Henry Ford und so weiter. Also da gibt es so viele hochfinanzielle und auch wirtschaftliche Unterstützungsfaktoren für beide Seiten. Russland, UdSSR, richtig gesagt, ja, die UdSSR und das Nazi-Deutschland voll unterstützt wurden auf finanzieller, wirtschaftlicher, materieller Ebene. Beide. In zig Büchern, auch ein deutscher Historiker hat vor kurzem zwei so Bände rausgebracht. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht parat, aber das kann man eh alles nachschlagen. Und das ist auch logisch. Es entspricht der Balance of Power Strategie. Also das, was wir in der Schule gelernt haben, ist nicht falsch. Aber es wird etwas Wesentliches ausgeklammert. Und nicht nur das Wesentliche, sondern das Wichtigste überhaupt. Unsere Altvorderen wurden genötigt, Krieg zu führen. Und das ist der Grund mit dem Diktat von Versailles, warum so ein Gesindel, wie ich es nenne, so etwas Undeutsches wie Nationalsozialisten überhaupt an die Macht kommen haben können. Und wie, also wie sah die Unterstützung von Hitler ungefähr aus? Das heißt, da wurden also Finanzen gegeben oder wurde der auch, ich habe dann irgendwo, ich glaube, ich habe dann im Kopf, dass der auch irgendwie die Ideologie aus Amerika auch irgendwie gelernt hat, zum Teil. Also hat der, wurde dann geschult auch zum Teil oder wie kann man sich das vorstellen? Naja, Hitler war insofern ein USA-Fan, weil er ja die Unterdrückung der dunkelhäutigen Bevölkerung in den USA ja natürlich auch mitkriegt hat. Ja. Wie man sie damals nannte, man sie Neger, ja, als Sklaven. Zuerst vertrieben die sogenannten Indianer, also die First Nation, in Sklaven gesteckt, also in versklavt, in Lager gesteckt, die First Nation sogar Konzentrationslager nannte. Also diese Rassenideologie ist ja nichts ursprünglich Deutsches allein, sondern das war ja
Die Briten sind ja überhaupt in den Ersten Weltkrieg praktisch eingestiegen und oder haben ihn geplant, weil sie die Vorherrschaft der angelsächsischen Rasse weltweit, das war die ausdrückliche Wortwahl, praktisch fördern wollten. Die britische Rasse, die angelsächsische Rasse sollte die Vorherrschende sein. Es ist ein rassistisch, nationalistisch vorbereiteter Krieg. Und die Deutschen haben die Antwort drauf gegeben, im Krieg und haben gezeigt, dass sie militärisch stärker sind. Aber du hast gefragt nach den Unterstützungen. Da hat es noch weit mehr gegeben. Ja, auch die Weltwirtschaftskrise ist ja, wie zig Finanzexperten aus den USA bereits nachgewiesen haben, 1929, das war kein Zufall. Ja. Es waren ja alle Staaten, auch in Europa und insbesondere Deutschland, am stärksten von den Krediten, den Nachkriegskrediten nach Versailles abhängig. So, wenn jetzt das Finanzsystem zusammenbricht und die Kredite werden unleistbar, dann wird wer als erster kaputt? Deutschland. Also auch das, die Demokratie bekämpft, indem der Hitler gefördert wird, Weltwirtschaftskrise, darauf beharrt, auf diesen Abrüstungs Klauseln im Vertrag von Versailles, also im Diktat von Versailles, Deutschland nicht nur die Kriegsschuld zu geben, es territorial zu amputieren. Ja? Wesentliche Gebiete sind weggefallen. Das Ruhrgebiet war bedroht von den Belgiern und von den Franzosen. Man hat den Deutschen hohe finanzielle Rückzahlungen aufgebrummt und auch, wie gesagt, nur die, psychologisch die Kriegsschuld gegeben. Das heißt, man hat die Zukunft von Deutschland ruiniert, dann nur die Weltwirtschaftskrise ausgelöst und offensichtlich absichtlich ausgelöst. Und wer jetzt fragt, ja, warum sollten das die USA machen? Das haben ja nicht die USA gemacht. Das haben angelsächsische Geostrategen gemacht. Für diese Leute ist England bzw. Großbritannien und die USA nichts anderes als ihre Basen, um die weltweite Herrschaft zu erringen. Was mit der Bevölkerung in diesen Ländern ist, ist denen mehr oder weniger wurscht. Das zeigt ja die Geschichte. Das sind Psychopathen, denen es ist völlig egal ist, ob da Hunderttausende oder Millionen Menschen in Kriegen sterben. Ja? Das muss man sich vergegenwärtigen. Nicht die Länder sind schuld, nicht die normale Bevölkerung dort, sondern die Geostrategen, die teilweise im Hintergrund die Fäden ziehen und auch die Politiker-Marionetten, die da entweder bewusst oder unbewusst mitmachen. Das ist das Problem.